Yo, meine Freunde! Heute gibt es ein kleines Battle zwischen Hench und mir. Und zwar geht es darum, dass wir uns gegenseitig unsere Lieblingshobbys zeigen. Einmal der Hench mir, das Kendama, und ich dem Hench, das Häkeln. Wir fangen jetzt gleich mal an und Hench zeigt mir erstmal einen Move, den ich dann lernen muss. Und danach zeige ich ihm kurz die ersten Moves, wie man Maschen verknüpft und ein ganz einfaches Muster macht. Schauen wir mal an, ob wir uns das gegenseitig beibringen können. Als erstes zeige ich den Alex, was er mit diesem Kendama machen kann und was er versuchen wird zu machen. Ich versuche es mal vom Sitzen. Eigentlich macht man das im Stehen, weil es viel einfacher ist. Aber das erste, was der Alex lernen wird damit, ist Cup Flow. Das ist das Einfachste, das, was man am Anfang lernt. Und das ist einfach Big Cup, Small Cup, Base Cup. Kein Problem. Mal sehen. Das ist ja einfach, hat der Hench gesagt. So, hier kommen wir zum Häkeln. Und zwar, Hench hat einen Wollknäuel, eine Häkelnadel. Ich werde ihm eine Grundform zurechtlegen. So, Hench, pass mal auf. Nochmal. Okay, jetzt. Du musst immer durch die. Durch die oder durch die? Also, deine Challenge ist prinzipiell, dass du bis zu dem Ende kommst. Let the challenge begin! Und. Man denkt es immer, es ist immer ein Hammer, aber man darf den nicht wie ein Hammer halten, sonst geht es gar nicht. Kann, geht's schon, aber. Okay. Okay, ich glaube, ich bin mit der Reihe fertig. Also ich habe meine Challenge geschafft. Wir schauen uns jetzt mal an, was der Hench gemacht hat. Was ziemlich interessant ist, die meisten, die häkeln, da ist meistens das Problem, dass die Maschen einfach super eng machen. Aber ziemlich interessant finde ich einfach solche Maschen wie wir hier zum Beispiel. Nice. Ich weiß. So Leute, jetzt erkläre ich euch ein bisschen, wie ein Kendama aufgebaut ist und wie das funktioniert. Ein Kendama besteht meistens aus 3 bzw. 4 Teilen, wenn man die Schnur mit einberechnet. Es ist einmal Ken, also das Schwert, und das Dama, die Kugel, also Kendama. Und das Kendama kann man noch auseinandernehmen, das ist alles nicht geklebt. Das Dama hat ein Loch, um zu spiken. Es gibt noch den Big Cup, den Small Cup und den Base Cup, den der Alex versucht hat zu erreichen. Im Sitzen ist es immer unvorteilhaft zu spielen. Im Stehen ist es viel einfacher, weil ihr müsst immer in die Knie gehen. Jetzt kann ich ein paar Moves zeigen. Yo, meine Freunde, nice, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ihr habt gesehen, Challenge hat der Hench auf jeden Fall gewonnen. Und der Tipp ist, wenn ihr jemals so eine Challenge macht, überspringt einfach Laschen, weil
dann seid ihr schneller. Maschen. Der Simon, den ihr hier auf der rechten Seite seht, der hat uns bei der ganzen Sache geholfen. Ich bin kein YouTuber, ich war YouTuber, aber jetzt bin ich eher so in die Richtung Design. Wenn er irgendwann ein neues Logo hat oder wenn das so zustande kommt, dann ist das von meiner Seite. Genau. Und ihr könnt ihn auch anschreiben per Instagram, ist unten drin. Er verlangt nur 10.000 pro Sitzung. Also. Während wir hier das Ganze gemacht haben, ich mit dem Kendama völlig versagt habe und der Hensch richtig hart gestruggelt hat. Die Schlaufen übersprungen. Und übersprungen. Hat der Simon sich einfach auch ein kleines Bändchen gehäkelt. Das könnt ihr hier sehen. Ist das krass? Hat sich einfach dieses krasse Ding gemacht. Checkt mal seinen Channel aus und sein Instagram. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Thank you.